Zurück Neapel. Um 11.27 Uhr kommt der rasende Roland. Venedig, Stockholm. Das einzige Vergnügen, was wir noch haben. Zügen nachschauen. Vor 5 Jahren hielten die Gudrun und der rasende Roland in Gülln. Alles Expresszüge von Bedeutung. Von Weltbedeutung. Jetzt halten nicht einmal mehr die Personenzüge. Ruiniert. Leben von der Arbeitslosenunterstützung. Von der Suppenanstalt. Leben. Vegetieren. Krepieren. Das ganze Städtchen. Dabei waren wir eine Kulturstadt. Eine der ersten im Lande. In Europa. Goethe hat hier übernachtet, im Gasthof zum Goldenen Apostel. Brahms ein Quartett komponiert. Bertolt Schwarz das Pulver erfunden. Und ich habe mit Glanz die Akademie der schönen Künste besucht. Doch was treibe ich jetzt? Inschriftenmalerei. Höchste Zeit, dass die Milliardärin kommt. In Kalberstadt soll sie ein Spital gestiftet haben. In Kaffigen die Kinderkrippe. Und in der Hauptstadt eine Gedächtniskirche. Die mit ihrem Geld. Die Armenian Oil besitzt sie, die Western Railways, die North Broadcasting Company und das Hongkonger Vergnügungsviertel. Der Personenzug aus Kaffee. Öle! Herr Pfändungsbeamte. Geht es Stadthaus pfänden? Politisch sind wir auch ruiniert. Abfahrt! Guten Tag, Herr Bürgermeister. Ja. Was wollen Sie denn hier, Pfändungsbeamter Glutz? Das wissen Herr Bürgermeister schon. Ich stehe vor einer schweren, vor einer Riesenaufgabe. Finden Sie mal eine ganze Stadt. Außer einer alten Schreibmaschine finden Sie im Rathaus nichts. Muss untersucht werden. Das Land floriert und ausgerechnet Güllen mit der Platz an der Sonnehütte geht bankrott. Spähe mal auf der Stadtkasse nach. Besser er plündert uns jetzt als nach dem Besuch der Milliardären. Meine Herren, die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott. Außer Gott. Aber der zahlt nicht. Sie waren mit ihr befreundet, Ill. Tja. Da hängt nun alles von Ihnen ab. Sie sind doch auseinandergegangen damals. Ich hörte so eine unbestimmte Geschichte. Haben Sie Ihrem Pfarrer etwas zu gestehen? Wir waren die besten Freunde. Jung und hitzig. War schließlich ein Kerl vor 45 Jahren. Und Sie, die Claire,
Ich sehe sie immer noch, wie sie mir durchs Dunkel der Peterschen Scheune entgegenleuchtete oder mit nackten Füßen im Konradsweiler Wald durch Moos und Laub ging. Mit wehenden roten Haaren, biegsam, gärtenschlank, zart. Eine verteufelt schöne Hexe. Das Leben trennte uns nur das Leben, wie es eben kommt. Für meine kleine Rede beim Essen im Goldenen Apostel sollte ich einige Daten über die Zachanassian besitzen. Ich forschte die alten Zeugnisse durch. Die Noten der Clara Wäscher sind leider herzlich schlecht. Auch das Betragen, nur in der Pflanzen- und Tierkunde genügend. Na, das ist gut. Genügend in der Pflanzen- und Tierkunde, das ist gut. Da kann ich dem Bürgermeister dienen. Clara liebte die Gerechtigkeit ausgesprochen. Gerechtigkeitsliebe, das ist nicht schlecht, wirkt immer. Wohltätig war sie auch. Was sie besaß, verteilte sie. Stahlkartoffeln für eine arme Witwe. Sinn für Wohltätigkeit. Dies, meine Herren, muss ich vor allem anbringen. Es ist die Hauptsache. Sinn für Wohltätigkeit. Erinnert sich jemand an ein Gebäude, das Ihr Vater errichtete? Na, es würde sich gut in der Rede machen. Geil! Ja, also, ich für meinen Teil wäre vorbereitet. Alles Übrige muss Ill tun. Ja, ich weiß, die Zachanassian soll mit ihren Millionen herausrücken. Die Millionen. Das ist genau die richtige Auffassung. Ja, also ich werde vorerst mit der Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig, sachfühlend. Wir müssen klug vorgehen. Psychologisch richtig. Schon ein missglückter Empfang am Bahnhof kann alles verteufeln. Mit der Stadtmusik und dem Kinderchor ist es nicht getan. Da hat Ill recht. Dies ist schließlich der wichtigste Augenblick. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, uns gut vorzubereiten. Ich werde natürlich nicht hemdsärmlich herumstehen wie jetzt, sondern feierlich in Schwarz mit Zylinder. Neben mir die Gattin und vor mir meine beiden Enkelkinder. So. Das Ganze weiß. Mit Rosen. Tja, die übrigen schwenken am besten die Hüte, doch nicht laute Schreien wie voriges Jahr beim Empfang der Regierungskommission. Der Eindruck war gleich null und wir haben bis jetzt noch keine Subvention. Nicht übermütige Freude am Platz mehr, innerliche, ja? Fast Schluchzen, Mitgefühl mit dem wiedergefundenen Kind der Heimat. Der rasende Roland, Held in Güllen, im verarmtesten, lausigsten, erbärmlichsten Nest der Strecke Venedig-Stockholm. Ist hier Güllen? Sie haben die Notbremse gezogen? Ich ziehe immer die Notbremse. Darf ich mal eine Erklärung bitten? Wir sind doch in Güllen, Bobby. Ich erkenne das traurige Nest. Da drüben. Der Wald von Konradsweiler mit dem Bach, wo du fischen kannst. Forellen und Hechte. Und rechts das Dach der Peterschen Scheune. Clara! Die Zachanassian! Zachanassian! Dabei ist der Kinderchor nicht bereit. Wo sind die Kinder? Die Kunstturner und die Feuerwehr. Schnell, um Gottes Willen, mein schwarzer Rock. Der Zylinder, die Enkelkinder nicht vergessen. Die Glocke soll läuten, die Feuerglocke. Oh, meine Gattin. Ich warte auf eine Erklärung, Madame. Dienstlich, im Namen der Eisenbahndirektion. Sie sind ein Schafskopf. Ich will eben, das steht hier mal besuchen. Soll ich etwas hier im Schnellzug springen? Madame, das wird Ihnen teuer zu stehen kommen. Na, gib ihm 1.000, Bobby. 1.000? Und 3.000 für die Stiftung zugunsten der Eisenbahnerwitwe. Ja, 3.000? Es gibt keine solche Stiftung, Madame. Na, dann gründen Sie eine. Das ist die Frau Zachanassian. Oh, gnädige sind Frau Zachanassian. Oh, pardon, das ist natürlich ganz etwas anderes. Wir hätten selbstverständlich in Güllen gehalten, wenn wir nur die leiseste Ahnung... bitte, gnädige Frau, nehmen Sie das Geld zurück, ja? 4.000, mein Gott. Bitte behalten Sie die Kleinigkeit. Behalten?
wünschen Sie, Frau, dass der rasende Roland wartet, bis Sie Güllen besichtigt haben. Bitte brausen Sie mit Ihrem Zug davon. Ja, aber Mausi, die Presse ist doch noch nicht ausgestiegen. Die armen Reporter, die nie noch ahnungslos im Speisewagen. Lass sie doch weitergehen hier, Mobby. Vorerst brauche ich die Presse nicht in Leben und später wird sie dann schon kommen. Die Turner, gnädige Frau. Die Kunstturner. Hier, bitte. Achtung! Verehrte gnädige Frau, als Bürgermeister von Güllen habe ich die Ehre, Sie, mein liebes Kind, Sie, verehrte gnädige Frau, als liebes Kind der Heimat hier willkommen zu heißen. Bürgermeister, für Ihre schöne Rede. Schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgenommen. Mein Leben lang. Seit ich Güllen verlassen habe. Das aber lieb von dir. Auch du hast an mich gedacht? Natürlich, immer. Das weißt du doch, Clara. Es war wunderbar. All die Tage, da wir zusammen waren. Eben. Sehen Sie, Bürgermeister, die habe ich in der Tasche. Nenne mich, wie du mich immer genannt hast. Mein Wildkätzchen. Ah, schön. Wie noch? Mein Zauberhexchen. Ja. Und ich nannte dich mein schwarzer Panther. Na ja, der bin ich noch. Unsinn. Du bist ja fett geworden. Grau. Versoffen. Aber du bist die gleiche geblieben, Zauberhexchen. Ach, auch ich bin alt geworden. Dazu ist mein linkes Bein dahin. Ein Autounfall. Bei dir fahre ich nur noch Schnellzüge. Doch die Prothese sitzt vortrefflich. Schau doch mal, Alfred. Lässt dich doch gut bewegen. Willst du nicht? Ich wäre nie darauf gekommen, Wildkätzchen. Darf ich dir meinen siebten Gatten vorstellen? Besitzt Tabakplantagen. Führende glückliche Ehe. Aber bitte. Na komm, Bobby, verneig dich. Eigentlich heißt er Pedro. Und macht sich Moppi schöner. Es passt auch besser zum Kammerdiener. Komm her. Der Bobby heißt. Den hat man schließlich fürs Leben. Und dann müssen sich dann eben die Gatte nach seinem Namen richten. Ist er nicht nett? Mit dem schwarzen Schnurrbart? Na komm, denk nach, Bobby. Na, fester. Noch fester. Aber Mausi, ich kann wirklich nicht fester nachdenken. Natürlich kannst du's. Probier's doch. Siehst du, es ging. Ich war Alfred. So wirkt er doch fast dämonisch. Wie ein Brasilianer. Ist aber ein Irrtum, er ist griechisch-orthodox. Sein Vater war Russin, Pope, traute uns. Ist alles hochinteressant. So, möchte ich mir gern das Städtchen anschauen. Bitte sehr. Ach. Diese Bedürfnisanstalt hat mein Vater errichtet, Bobby. Gute Arbeit. Exakt ausgeführt. Als Kind saß ich stundenlang dort auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Männer. Gnädige Frau, als Rektor des Güllener Gymnasiums und Liebhaber der edlen Frau Musiker, es sei es mir erlaubt, dich mit einem schlichten Heimatlied aufzumachen. Ja, Lehrer, dann schießen Sie mal los mit Ihrem schlichten Heimatlied, nicht? Gnädige Frau, so, bitte aufstehen. Schön zusammen. So, schön zusammen. Ja, du. Güllen, du holdes Land. Und Güllen, du holdes Land, wo mein
Feuerglocke. Jetzt sollte doch die Feuerglocke kommen. Ich weiß schon nicht, wie die Frau Zachanast. Wo ist der Wachmeister Hanke, Frau? Steht zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich will niemanden verhaften. Aber vielleicht wird Güllen Sie nötig haben. Drücken Sie hin und wieder mein Auge zu. Na, das schon, gnädige Frau. Wo käme ich in Güllen sonst hin? Schließen Sie lieber beide. Ist ganz klarer. Ganz mein Zauberhexchen. Gnädige Frau, meine Enkelkinder. Hermine, Adolfine, nur die Gattin fehlt. Ja, gratuliere zu den beiden Göhren, Bürgermeister. Na komm, da. Unser Arzt, Dr. Nüssli. Ach, interessant. Verfertigen Sie die Totenscheine? Totenscheine? Kommt jemand um? Ja, allerdings, gnädige Frau, meine Pflicht, eine behördliche Anordnung. Dann stellen Sie in Zukunft Herzschlag fest. Das ist köstlich, was? Ja, einfach köstlich. Unser Pfarrer, gnädige Frau. Ah, unser Pfarrer. Der Herr Pastor, pflegen Sie Sterbende zu trösten? Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zum Tode verurteilt sind? Die Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft, gnädige Frau. Man wird sie vielleicht wieder einführen. Aber Wildkätzchen, was du für ausgelassene Witze hier machst. Ja, bitte, jetzt möchte ich in Städtchen. Darf ich bitten, gnädige Frau? Wo denken Sie denn hin, Bürgermeister? Glauben Sie, ich laufe mit meiner Prothese stundenlang zu Fuß. Robby, Tobby, komm. Komm. Zwei Gangster aus Manhattan. In Sing Sing zum elektrischen Stuhl verurteilt, auf meine Fürbitte hin zum Sänftetragen freigelassen. Kostete mich $1 Million. Pro Fürbitte. Sänfte stammt aus dem Louvre und ist ein Geschenk des französischen Präsidenten. Komm, trag mich in den Konradsweiler Wald und dann in die Petersche Scheune. Ich möchte mit Alfred unsere alten Liebesorte besuchen. Schaff das Gepäck und den Sarg unterdessen in den goldenen Apostel. Den Sarg? Ich brachte einen mit. Ich kann ihn vielleicht brauchen. Los! Die Glocke! Die Glocke! Die Feuerglocke! Oh! Wir sind in Güllen. Wir riechen's an der Luft, an der Güllenluft. Na, wer seid denn ihr? Wir gehören zur alten Dame. Sie nennt uns Copy und Lobby. Also Frau Zachanassian logiert im Goldenen Apostel. Wir sind blind. Blind? Na ja, so dann führe ich euch zweimal hin. Danke, Herr Polizist. Danke, recht schön. Na, wieso wisst ihr denn, dass ich ein Polizist bin, wenn ihr blind seid? Am Tonfall? Alle Polizisten haben den gleichen Tonfall. Na, ihr scheint ja eure Erfahrungen mit der Polizei gemacht zu haben, ihr kleinen, dicken Männer. Männer. Er hält uns für Männer. Na, was seid ihr denn sonst zum Teufel? Werden's schon merken. Na also, wenigstens sind wir munter. Kriegen Koteletts und Schinken. Alle Tage. Na, da würde ich auch herumtanzen. Komm, gebt mir die Hand. Einen komischen Humor haben die Ausländer. Zu Poppy und Poppy und Rappi und Poppy zu Poppy und Poppy zu Rappi und Poppy und Poppy. Oh, my God.
Nichts als Koffer. Haufenweise. Mein Gott, was ist denn? Ein wildes schwarzes Tier. Ein Panther. Den Sarg ließ ihn ein Extrazimmer schaffen. Merkwürdig. Weltberühmte Damen haben ihre Marotten. Seit mehr denn zwei Jahrzehnten korrigiere ich die Latein- und Griechisch-Übersetzung der Güllner Schüler. Doch was Grauen heißt, weiß ich erst seit einer Stunde. Schauerlich, diese alte Dame mit ihren schwarzen Gewändern kommt mir wie eine Parze vor. Ja, wie eine griechische Schicksalsgöttin. Sollte Clotho heißen, nicht Claire. Der traut man es doch zu, dass sie Lebensfäden spinnt. Ich war da eben mit der Milliardärin und dem Krämer Ill in der Peterschen Scheune. Die beiden waren andächtig wie in der Kirche, genierte mich fast dabei zu sein. Ich habe mich dann auch gleich entfernt, wie sie in Konradsweiler Wald gegangen sind. Das ist eine regelrechte Prozession. Vorne die Sänfte, daneben Ill und hinten der Butler und ihr siebenter Mann mit seiner Fischrute. Männerverbrauch. Zweite Lais. Ja. Und dann noch zwei kleine, dicke Männer. Also weiß der Teufel, was das bedeutet. Unheimlich. Dem Orkus entstiegen. Ich möchte nur wissen, was die zwei im Konradsweiler Wald suchen. Die gehen doch den Lokalitäten nach, wo einst ihre Leidenschaft. Wie sagt man? Brannte. Lichterloh. Ja. Da muss man schon an Shakespeare denken. Romeo und Julia. Meine Herren, ich bin erschüttert. Zum ersten Mal fühle ich in Güllen antike Größe. Hier sind Fichten, Föhren, Buchen. Wir sind dunkelgrüne Tannen, unter Holz und Fuchs gehegt. Echte deutsche Wurzelwildnis, Zweiggeflüster, alte Träume. Herr Konradsweiler Wald. Haltet an. Anhalten, Toppi und Rob. Anhalten, Toppi und Rob. Der Konradsweiler Wald. Das Herz. Mit deinem und meinem Namen, Alfred. Fast verblichen und auseinandergezogen. Der Baum ist gewachsen. Sein Stamm, seine Äste sind dick geworden.
wie wir selber. Ich ging schon lange nicht mehr im Wald meiner Jugend. Stampfte schon lange nicht mehr durch welkes Laub, durch violetten Efeu. Du, schau mal, ein Reh. Schonzeit. Auf dieser Bank hier küssten wir uns vor mehr als 45 Jahren. Wir liebten unter dieser Buche, unter diesen Sträuchern, zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet, mit ihrem Kleinwarenladen. Und nicht den alten Saranassian mit seinen Milliarden aus Armenien. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an, den alten goldenen Maikäfer. Clara. Eine Zigarette, Bobby. Komm. Ich rauche gern Zigaretten. Eigentlich sollte ich die Sorte meines Mannes nehmen. Aber denen traue ich nicht. Clara. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück. Da musste ich doch auf meines verzichten. Ja, nun ist die Zukunft gekommen. Wärst du hier geblieben, wärst du ebenso ruiniert wie ich. Du bist ruiniert? Ein verkrachter Krämer in einem verkrachten Städtchen. Und deine Kinder? Ohne Sinn für Ideale. Oh, der wird ihnen schon noch aufgehen. Clara, ich lebe ein lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Städtchen bin ich gekommen. Eine Reise nach Berlin, eine ins Tessin, das alles. Wozu auch? Ich kenne die Welt. Ja, weil du reisen konntest. Weil sie mir gehört. Nun wird sich alles ändern. Gewiss. Du wirst uns helfen. Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben Millionen nötig. Ach, wenig. Kätzchen da. Er schmerzt. Er hat auf meine Prothese geschlagen. Hör mal. Ein Specht. Es ist wie einst, wie wir jung und kühn waren. Da wir in den Konradsweiler Wald gingen, in den Tagen unserer Lieben. Die Sonne hoch über den Tannen, eine helle Scheibe, ferne Wolkenzüge und das Rufen des Kuckucks irgendwo in der Wurzelwildnis. Wie einst, alles wie einst. Ach, wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen. Hätte uns doch das Leben nicht getrennt. Ach, das möchtest du? Dies, nur dies. Ich liebe dich doch. Dieselbe kühle weiße Hand. Irrtum. Auch eine Prothese. Elfenbein. Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir? Fast. Von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan. Kroch als einziger aus den Trümmern. Auch die Besatzung war tot. Bin nicht umzubringen. Nicht umzubringen. Nicht umzubringen. Nicht, nicht umzubringen. Oh.
Dusch! Dusch! Der Beifallssturm gilt Ihnen, gnädige Frau. Ah, der gilt der Stadtmusikbürgermeister, die Bläs, ganz vortrefflich. Und vorhin diese Pyramide des Turnvereins, das fand ich ausgezeichnet. Turnen Sie doch noch mal. Ja, ja, ist doch herrlich, herrlich, diese Muskeln. Ja, das gefällt mir. Sagen Sie mal, haben Sie schon mal jemand erwürgt? Mit Ihren Kräften? Erwürgt? Nun schwingen Sie doch noch mal die Arme nach hinten und dann gehen Sie noch mal in die Liegestütz, bitte, ja? Das ist doch großartig. Ja. Ein goldener Humor besitzt die Clara, was? Doch zum Totlachen, diese Baumos. Ja. Millionen hat sie versprochen. Millionen? Millionen. Darf ich Sie zu Tisch geleiten, gnädige Frau? Meine Gattin? Ein Mädchen dummer Mut. Ja. Unsere Klassenerste. Frau Ill. Mathildchen Blumhardt. Erinnere mich, wie du hinter der Ladentüre auf Alfred lauertest. Mager bist du geworden und bleich. Meine Gute. Jetzt habe ich Hunger. Ja, bitte sehr, liebe Frau. Bitte sehr. Bitte. Tausend Dank. Danke. Wir warten nur noch auf Ihren Gatten. Auf den brauchen wir nicht warten. Der angelt und ich lasse mich scheiden. Scheiden? Ja, auch Mobby wird sich wundern. Heirate einen deutschen Filmschauspieler. Ja, aber Sie sagten doch vorhin, dass Sie eine glückliche Ehe führen. Jede meiner Ehen ist glücklich. Aber es war mein Jugendtraum, im Güllener Münster getraut zu werden. Und Jugendträume, die muss man ausführen. Ja. Wird feierlich werden. Ja, also. Gnädige Frau, meine lieben Güllener. Es ist jetzt 45 Jahre her, dass Sie unser Städtchen verlassen haben. Vieles hat sich inzwischen ereignet. Viel Bitteres. Traurig ist es der Welt ergangen. Traurig uns. Doch haben wir Sie, gnädige Frau. Unser Clary! Nie vergessen, weder Sie noch Ihre Familie, die prächtige, urgesunde Mutter, leider allzu früh von einer Lungenschwindsucht dahingeraffte, der volkstümliche Vater, der beim Bahnhof ein von Fachkreisen wie von Laien stark gesuchtes Gebäude, beachtetes Gebäude errichtete, leben in Gedanken noch unter uns als unsere Besten, unsere Wackersten. Und nun, gar Sie, gnädige Frau, als blondgelockter Wild... Rot? Als rotgelockter Wildfang tollten Sie durch unsere nunmehr leider verlotterten Gassen. Wer kannte Sie nicht? Schon damals spürte jeder den Zauber Ihrer Persönlichkeit, ahnte den kommenden Aufstieg zur schwindelhaften Höhe, denn schwindelnden Höhe der Menschheit. Sie sind unvergessen geblieben, gnädige Frau, in der Tat. Ihre Leistung in der Schule wird noch heute von der Lehrerschaft als Vorbild hingestellt. Ihr Gerechtigkeitsgefühl erregte schon damals die Bewunderung weiter Kreise. Hatte doch unser Clary einer armen alten Witwe Nahrung verschafft, indem sie mit ihrem mühsam bei Nachbarn verdienten Taschengeld Kartoffeln kaufte und sie so vor dem Hungertode bewahrte, um nur eine ihrer barmherzigen Handlungen zu erwähnen. Danke. Gnädige Frau, liebe Güllner, diese zarten Keime so erfreulicher Anlagen haben sich denn nun kräftig entwickelt. Aus dem rotgelockten Wildfang wurde eine Dame, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. Ich erinnere da nur an ihre sozialen Werke, an die Müttersanatorien, Suppenanstalten, Künstlerhilfen, Kinderkrippen. Und so möchte ich denn nun Heimgefundenen zurufen...
Liebe Bürgermeister Güllener, eure selbstlose Freude über meinen Besuch rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich jetzt in der Rede des Bürgermeisters vorkomme. In der Schule wurde ich geprügelt. Und die Kartoffeln für die Witwe Boll habe ich gestohlen. Gemeinsam mit Ill. Nicht, um die alte Kupplerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit Ill einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer war als im Konradsweiler Wald oder in der Peterschen Scheune. Um mir doch meinen Beitrag an eurer Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, Güllen 1 Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt und 500 Millionen verteilt auf jede Familie. 1 Milliarde? Unter einer Bedingung. Die Kehre, wundervoll goldig, voll und ganz mein Zauberhexchen. Unter einer Milliarde, unter einer Bedingung, sagten Sie, die Milliarde gnädige Frau. Darf ich diese Bedingung wissen? Ich will die Bedingung nennen. Ich gebe euch 1 Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau? Wie ich das sagte. Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen. Man kann alles kaufen. Ich verstehe noch immer nicht. Tritt vor, Bobby. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand von euch erkennt. Der Oberrichter Hofer. Richtig, der Oberrichter Hofer. Ich war vor 45 Jahren Oberrichter in Güllen und kam dann ins Kaffige Appellationsgericht, bis mir vor nun 25 Jahren Frau Zachanassian das Angebot machte, als Butler in ihre Dienste zu treten. Ich habe angenommen, eine für einen Akademiker vielleicht etwas seltsame Karriere. Doch die angebotene Bedeutung war derart fantastisch. Kommt zum Fall, Bobby. Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Claire Zachanassian 1 Milliarde und will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Frau Claire Zachanassian bietet 1 Milliarde, wenn ihr das Unrecht wieder gut macht, das Frau Zachanassian in Güllen angetan wurde. Herr Ill, darf ich bitten? Was wollen Sie von mir? Treten Sie vor, Herr Ill. Bitte? Es war im Jahre 1910. Ich war Oberrichter in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Claire Zachanassian, damals Clara Wäscher, klagte sie, Herr Ill, an, der Vater ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr Ill. Sie hatten 2 Zeugen mitgebracht. Alte Geschichten. Ich war jung und unbesonnen. Führt Cobby und Robbie vor. Wir sind zur Stelle. Wir sind zur Stelle. Erkennen Sie die beiden, Herr Ill?
Wir sind Koppi und Loppi. Wir sind Koppi und Loppi. Ich kenne sie nicht. Wir haben uns verändert. Wir haben uns verändert. Nennt euren Namen. Jakob Hühnlein, Jakob Hühnlein. Ludwig Spach, Ludwig Spach. Nun, Herr Ill. Ich weiß nichts von Ihnen. Jakob Hühnlein und Ludwig Spach. Kennt ihr Herrn Ill? Wir sind blind. Wir sind blind. Kennt ihn an seiner Stimme? An seiner Stimme. An seiner Stimme. 1910 war ich der Richter und ihr die Zeugen. Was habt ihr geschworen, Ludwig Spar und Jakob Hühnlein, vor dem Gericht zu Güllen? Wir hätten mit Clara geschlafen. Wir hätten mit Clara geschlafen? So habt ihr vor mir geschworen, vor dem Gericht, vor Gott. Was ist die Wahrheit? Wir haben falsch geschworen. Wir haben falsch geschworen. Warum, Ludwig Spar und Jakob Hühnlein? Ill hat uns bestochen. Ill hat uns bestochen. Womit? Mit einem Liter Schnaps. Mit einem Liter Schnaps. Erzähl nun, was ich mit euch getan habe. Erzählt es. Die Dame ließ uns suchen. Die Dame ließ uns suchen. So ist es. Claire Zachanassian ließ euch suchen. In der ganzen Welt. Jakob Hühner war mit Kanada ausgewandert und Ludwig Spar nach Australien. Aber sie fand euch. Was hat sie da mit euch getan? Sie gab uns Toppi und Robby. Sie gab uns Toppi und Robby. Und was haben Toppi und Robby mit euch gemacht? Kastriert und geblendet. Kastriert und geblendet. Dies ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, zwei falsche Zeugen. Ein Fehlurteil im Jahre 1910. Ist es nicht so, Klägerin? Es ist so. Verjährt! Alles verjährt! Alte, verrückte Geschichte! Was geschah mit dem Kind, Klägerin? Es lebte ein Jahr. Was geschah mit Ihnen? Ich wurde eine Dirne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Claire Zachanassian. Ich kann sie mir leisten. 1 Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet. Freddy! Sauber, Hexen. Das kannst du doch nicht fordern. Für das Leben. Es ging doch längst weiter. Das Leben ging weiter, Alfred. Aber ich habe nichts vergessen. Weder den Konradsweiler Wald noch die Petersche Scheune. Weder die Schlafkammer der Witwe Boll. Noch deinen Verrat. Nun sind wir alt geworden, beide. Du verkommen und ich von den Messern der Chirurgen zerfleischt. Und nun will ich, dass wir abrechnen. Beide. Du hast dein Leben gelebt und mich in das meine gezwungen. Du wolltest, dass die Zeit aufgehoben würde. Eben im Wald unserer Jugend, voll von Kuckucksruf und Windesrauschen. Nun habe ich sie aufgehoben und nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde.
Frau Zachanassian. Noch sind wir in Europa. Noch sind wir keine Heiden. Ich lehne Ihr Angebot im Namen der Stadt Güllen ab. Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir arm, als blutbefleckt. Jeden Morgen bringen Sie die vom Bahnhof. Für den leeren Sarg im Goldenen Apostel. Schüchtert niemand ein. Ja, das Stäbchen steht zu mir. Kommt die Mutter zum Frühstück? Sie ist müde, sie bleibt oben. Eine gute Mutter habt ihr, Kinder. Wirklich. Ich muss es einmal sagen, eine gute Mutter. Sie soll nur oben bleiben. Sie soll sich schonen. Ja, dann frühstücken wir eben miteinander. Das haben wir doch lange nicht mehr getan. Ich stifte Eier und eine Büchse amerikanischen Schinken. Ja, wir wollen's feudal haben. Wie in den guten Zeiten, als die Platz an der Sonnehütte noch florierte. Du musst mich entschuldigen. Oh, du willst nicht mit uns essen, Karl? Ich gehe zum Bahnhof, ein Arbeiter ist krank. Wir brauchen vielleicht Ersatz. Aber Bahnarbeit in der prallen Sonne ist doch keine Beschäftigung für meinen Jungen. Ich gehe auch, Vater. Auch du? So? Ja, wohin denn, wenn ich das Fräulein Tochter fragen darf? Aufs Arbeitsamt. Vielleicht haben Sie eine Stelle für mich. Gute Kinder. Brave Kinder. Hofbauer. Zigaretten. Wie jeden Morgen. Nicht die. Möchte die grünen. Ach, teurer. Schreiben Sie auf. Weil Sie es sind, Hofbauer. Weil wir zusammenhalten müssen. Bitte. Da singt jemand. Zachanassians Lieblingsstück. Er wollte es immer hören. Jeden Morgen. Ein klassischer Mann, der alte Finanzriese mit seiner unermesslichen Ölflotte. War bewandert in sämtlichen Teufeleien.
habe ihm alles abgeguckt. Michael, Michael. Schönen guten Morgen. Ein Liter Milch für jede der Damen. Vollmilch, Herr Ill. 2 Liter Vollmilch, Herr Ill. Oh, Vollmilch, bitte. So, bitteschön. Und Butter 250 Gramm und Weißbrot 2 Kilo. Ja, wohl geerbt, meine Damen, wohl geerbt. Schreiben Sie auf. Alle für einen, einer für alle. Bitte Weißbrot, Butter. Noch Schokolade für 2,20. 4,40. Oh, auch auf Scheiben? Auch. Ach, bitte sehr. Oh, die essen wir hier bei Ihnen. Bei Ihnen ist am schönsten. Was für ein schöner Herbstmorgen. Leichter Nebel in den Straßen. Der Rauch steigt silbrig auf. Und darüber ein veilchenblauer Himmel. Schön. Wie in Graf Holkpinselte, der Außenminister, mein Vierter, beschäftigte sich mit Malereien in Ferien. Aber die war scheußlich. Ah, der ganze Graf war scheußlich. Eine Winston, Bobby. Ich will doch mal die Sorte meines 7. probieren, jetzt, wo wir geschieden sind. Der Arme mit seiner Fischleidenschaft. Traurig wird dem die Zug nach Portugal sitzen. Ah, schmeckt eigentlich ganz gut. Da sitzt sie auf ihrem Balkon und qualmt Zigaretten. Verschwendung. Sollte sich schämen angesichts einer verarmten Menschheit. Aber sie hat sich verrechnet, Hofbauer. Ich bin ein alter Sünder. Naja, wer ist das nicht? Es war ein böser Jugendstreich, den ich hier spielte. Aber wieder alle den Antrag abgelehnt haben, die Güllener im Goldenen Apostel. Einmütig trotz dem Elend. Da war es die schönste Stunde in meinem Leben. Whisky, Bobby. Pure. Und dann wecke den 9. Ich hab das nicht gern, wenn meine Männer so lange schlafen. Ah. Morgen. Morgen. Wird wieder heiß werden heute, nicht? Die schöne Wetterperiode dauert an. Eine Kundschaft habe ich diesen Morgen, sonst die ganze Zeit niemand und nun strömt seit einigen Tagen. Wir stehen eben zu Ihnen, zu unserem Ill. Felsenfest. Felsenfest, Herr Ill. Felsenfest. Du bist schließlich die beliebteste Persönlichkeit. Die wichtigste. Ja, im Frühjahr wirst du zum Bürgermeister gewählt. Todsicher. Todsicher, Herr Ill. Todsicher. Nicht den. Den trinkst du doch immer. Mit Cognac. Kostet 20, 35, kann sich doch niemand leisten. Ach, man muss sich auch mal was gönnen. Ja, bitte. Ja, schön. Und Tabak für die Pfeife. Schön. Import. Import? Ja. Oh. Bitte. Ah. Upsilein. Ja, Hopsi, ist das nicht wunderbar? Unser erstes Frühstück als Jungverlobte. Na ja, wie ein Traum. Ein kleiner Balkon, eine rauschende Linde, ein plätschernder Brunnen und da ein paar Hühner, die über das Pflaster rennen. Und irgendwo schwätzende Hausfrauen mit ihren kleinen Sorgen. Und über dem Ganzen der Turm des Münsters. Setz dich, Hobby. Bitte rede nicht. Die Landschaft sehe ich selber. Und Gedanken sind nicht deine Stärke. Der 8. Schöner Mann. Filmschauspieler.
Für Geld kann man eben alles haben. Nicht bei uns. 23,80. Schreibt auf. Also diese Woche will ich keine Ausnahme machen. Dass du mir aber am 1. zahlst, wenn die Arbeitslosenunterstützung fällig ist. Aber ja. Helmsberger, du hast neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Nun? Du auch, Hofbauer. Du hast auch neue Schuhe. Auch hier. Neue gelbe Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann doch nicht ewig in den alten rumlaufen. Neue Schuhe? Wie konntet ihr denn neue Schuhe kaufen? Wir ließen es aufschreiben, Herr Ill. Wir ließen es aufschreiben. So. Bei mir ließet ihr auch aufschreiben. Bessere Milch, besseren Tabak, besseren Cognac. Warum habt ihr denn auf einmal Kredit in den Geschäften? Bei dir haben wir doch auch Kredit. Und womit wollt ihr zahlen? Womit wollt ihr zahlen? Womit? Womit wollt ihr zahlen? Lärm im Städtchen. Kleinster Lehm. Aber es scheint etwas los zu sein im Laden da unten. Man wird sich um den Fleischpreis streiten. Was wünschen Sie, Ill? Bitte nehmen Sie Platz. Sie zittern ja. Ich verlange die Verhaftung der Kleider Zachanassian. Das ist ja merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Verhaften Sie die Dame auf der Stelle. Wieso? Hat sie was verbrochen? Anstiftung zum Mord. Nun passen Sie mal auf, Ill. Eine Anstiftung zum Mord liegt nur dann vor, wenn der Versuch, Sie zu ermorden, ernst gemeint ist. Ist doch klar. Meine ich auch. Eben. Nun kann der Vorschlag aber gar nicht ernst gemeint sein, weil der Preis von 1 Milliarde übertrieben ist. Das müssen Sie doch selber zugeben. Für sowas bietet man 1000, vielleicht 2000, mehr bestimmt nicht. Da können Sie Gift drauf nehmen. Was wiederum beweist, dass der Vorschlag nicht ernst gemeint ist. Und sollte er ernst gemeint sein, dann kann die Polizei die Dame nicht ernst nehmen, weil die dann verrückt ist. Kapiert? Meine Kunden kaufen bessere Milch, besseres Brot, bessere Zigaretten. Freuen Sie sich doch. Ihr Geschäft geht doch dann besser. Alle tragen neue Schuhe. Neue, gelbe Schuhe. Ich weiß gar nicht, was Sie gegen neue Schuhe haben. Ich trage ja schließlich auch neue Schuhe. Auch Sie? Und trinken Pilsnerbier. Ah, das schmeckt. Die Stadt macht Schulden. Mit den Schulden wächst der Wohlstand. Mit dem Wohlstand die Notwendigkeit, mich zu töten. Und so braucht die Dame nur auf ihrem Balkon zu sitzen, Kaffee zu trinken, Zigaretten zu rauchen und zu warten. Nur zu warten. Ach, was Sie fabeln, ja. Alle wartend! Mann, Sie haben ja so viel Schnaps getrunken. Er ist geladen. Sie können ganz beruhigt sein. Die Polizei ist da, um den Gesetzen Respekt zu verschaffen, für Ordnung zu sorgen, den Bürger zu schützen. Und zeigen Sie mir einen wirklichen Versuch, den Vorschlag auszuführen. Etwa einen Mann, der ein Gewehr auf Sie richtet, nicht? Und ich komme in Windeseile. Warum haben Sie dann einen Goldzahn im Mund, Polizeiwachtmeister? Hä? Einen blitzenden Goldzahn. Voll verrückt. Ich habe jetzt keine Zeit, über Ihre Hirngespinste zu disputieren, Mann. Ich muss auf meinen Dienstgang. Er kommt. Der Modeschöpfer, mein fünfter Mann, mein schönster Mann. Er entwarf noch jedes meiner Hochzeitskleider. Ein Minuett, Robbie. Hast du den auch verführt? Verführt ihn im Buckingham Palace. Nein, das war Lord Ismail. Ach, tatsächlich. Du hast recht. Na, dann war das mein zweiter.
traf den in Kairo, küssten uns unter der Sphinx. War ein wunderbarer Abend. Sag, Hopsilein, musst du wirklich bei unserem ersten Frühstück ausgerechnet die Briefe deiner verflossenen Gatten lesen? Ah, ich will doch die Übersicht nicht verlieren. Ja, aber ich hab doch auch meine Probleme. Ach, geht dein Porsche nicht? Ach was, so ein Kleinstädtchen bedrückt mich. Ja, die Linde rauscht und der Brunnen plätschert und die Vöglein zwitschern, aber das taten sie schon vor einer halben Stunde. Ist auch wirklich gar nichts los, weder mit der Stadt, mit der Natur noch mit den Bewohnern. Alles so tiefer, sorgloser Friede, Sattheit, Gemütlichkeit. Keine Tragik, keine Größe. Es fehlt die sittliche Bestimmung einer großen Zeit. Ich habe mit Ihnen zu reden, Bürgermeister. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Reden Sie, frei von der Leber weg. Bitte. Sie rauchen da eine gute Sorte? Ja, eine blonde Pegasus. Ziemlich teuer. Ja, dafür anständig. Eine neue Krawatte? Mhm. Seide. Neue Schuhe haben Sie wohl auch gekauft. Komisch. Woher wissen Sie das? Deshalb bin ich gekommen. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sehen bleich aus. Krank? Ich fürchte mich. Fürchten? Der Wohlstand steigt. So, das ist mir das Allerneueste. Wäre erfreulich. Ich verlange den Schutz der Behörde. Wozu denn? Das wissen der Herr Bürgermeister schon. Misstrauisch? Für meinen Kopf ist 1 Milliarde geboten. Sie vergessen, dass Sie sich in Güllen befinden. In einer Stadt mit humanistischer Tradition. Goethe hat hier übernachtet, Brahms ein Quartett komponiert. Solche Werte verpflichten. Die neue Schreibmaschine, Herr Bürgermeister. Ins Büro damit. Wir verdienen Ihren Undank nicht. Wenn Sie in unsere Gemeinde kein Vertrauen zu setzen vermögen, können Sie mir leid tun. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Reden wir doch ehrlich miteinander. Ich bitte darum. Sie besitzen nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu verlangen. Dass wir den Vorschlag der Dame verurteilen, bedeutet nicht, dass wir die Verbrechen billigen, die zu diesem Vorschlag geführt haben. Dass wir Ihnen im Übrigen unsere Hochachtung und Freundschaft entgegenbringen wie zuvor, versteht sich von selbst. Man schmückt schon meinen Sarg. Aber das ist doch die Höhe. Wer soll Sie denn bedrohen? Einer von euch. Haben Sie einen Verdacht? Nennen Sie mir den Namen. Ich untersuche den Fall. Jeden von euch. Gegen diese Verleumdung protestiere ich im Namen der Stadt feierlich. Ja, Bürgermeister. Was ist... Ja, das ist... Ja. Ja, natürlich, Herr Polizist. In Ordnung. Keiner will mich töten. Jeder hofft, dass es einer tun wäre. Und so wird es einmal einer tun. Ach, ich sehe ein Gespenster. So, ist geladen. Das Modell für den neuen Stadtplan? Na ja, planen wird man ja wohl noch dürfen. Ach, ihr spekuliert schon mit meinem mein Tod. Mein lieber Mann, wenn ich als Politiker nicht das Recht hätte, an eine bessere Zukunft zu glauben, ohne gleich an ein Verbrechen denken zu müssen, würde ich zurücktreten. Da können Sie ganz beruhigt sein. Ihr habt mich schon zum Tode verurteilt. Der Panther der Zaranassian ist los. Man hat eben telefoniert, man muss sich bewaffnen. Raubtierjagd. Thank you.
Ill. Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Das Gotteshaus steht jedem offen. Wundern Sie sich nicht über die Waffe der Schwarze Panther der Frau Zachanassian schlecht herum. Ich suche Hilfe. Hilfe? Wovor? Ich fürchte mich. Fürchten? Wen denn? Die Menschen. Dass die Menschen Sie töten, Ill? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Nicht den Tod des Leibes, den der Seele. Knüpfen Sie in Talar hinzu. Es geht um mein Leben. Um Ihr ewiges Leben. Der Wohlstand steht auf. Das Gespenst Ihres Gewissens. Die Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor. Ich krepiere vor Entsetzen. Positiv, nur positiv, was Sie durchmachen. Das ist die Hölle. Die Hölle liegt in Ihnen. Als Sie ein Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren, glauben Sie, die Menschen würden Sie nun auch um Geld verraten? Sie mit Hofers haben sich eine Waschmaschine angeschafft. Kümmern Sie sich nicht darum. Auf Kredit? Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Stocker ist ein Fernsehapparat. Beten Sie, durchforschen Sie Ihr Gewissen. Gehen Sie den Weg der Reue. Das ist der einzige Weg. Nun muss ich meines Amtes warten, Ill. Eine neue Glocke? Nicht, der Ton ist hervorragend. Voll und kräftig. Positiv. Nur positiv. Auch Sie, Pfarrer. Auch Sie. Flieh, Alfred Ill. Du führst uns in Versuchung, wenn du bleibst. Wir sind schwach. Christen und Heiden. Flieh. Flieh. Bobby, man schießt. In der Tat, gnädige Frau. Weshalb denn? Der Panther ist entwichen. Oh, ist er getroffen? Er liegt tot. Vor Ills Laden. Schade um das Tierchen. Ein Trauermarsch, Robbie. Grüß Gott, Ill. Grüß Gott. Wo geht's denn hin mit dem Koffer? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Das müsst ihr nicht, wirklich nicht. Es ist nicht der Rede wert. Sie verreisen, Ill? Ja, ich verreise. Wohin denn? Ich weiß nicht. Nach Kalverstadt. Und dann weiter. So, und dann weiter? Nach Australien. Am liebsten. Irgendwie werde ich das Geld schon aufbringen. Nach Australien. Australien? Warum denn? Man kann schließlich nicht immer am gleichen Ort leben. Ja, aus ja. Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Hier ein Plakat. Reist in den Süden. Na und? Besucht die Passionsspiele in Oberammergau. Na und? Man baut. Na und? Und alle habt ihr neue Hosen an. Na und? Immer reicher werdet ihr, immer wohlhabender. Na und? Und? Sie sehen ja, wie beliebt Sie sind. Das ganze Städtchen begleitet Sie. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Ölet! Das ist Ihr Zug. Nun, Ill, ich wünsche eine gute Reise. Ein schönes weiteres Leben. Es ist soweit. Nun besteigen Sie doch in Gottes Namen den Personenzug nach Kalverstadt. Und viel Glück in Australien. Warum seid ihr alle hier? Macht Platz. Wir haben doch Platz gemacht. Geht weg. Steigen Sie doch ein. Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige. Niemand. Ich weiß es. Es ist höchste Zeit. Besteigen Sie doch endlich den Zug, guter Mann. Einer wird mich zurückhalten. Ich weiß, dass einer wird mich zurückhalten.
Abfahrt! Sehen Sie? Jetzt ist er Ihnen davongerumpelt. Ich bin verloren. Hallo, Zug verpasst. Soll ich Sie im Wagen mitnehmen? Gnädige Frau. Habe mich in die Petersche Scheune zurückgezogen. Brauche Ruhe. Die Hochzeit eben im Güllner Münster ermüdete mich. Bin schließlich nicht mehr blutjung. Setzen Sie sich. Danke. Dankeschön. Schwül hier. Zum Ersticken. Aber ich liebe diesen Ort. Den Geruch von Heu und Stroh. Erinnerungen. Ein besinnlicher Ort. Nee, Frau, wir möchten Ihre kostbare Zeit nicht mehr als nötig beanspruchen. Ihr Gatte wird Sie ungeduldig erwarten. Hobby, den habe ich schon nach Geiselgasteich zurückgeschickt. Aber die Hochzeitsgäste, gnädige Frau. Ah, die sind das gewöhnt. Eine zweitkürzeste Ehe. Nur die mit Locht Ismael, das ging noch geschwinder. Was führt euch zu mir? Wir kommen in der Angelegenheit des Herrn Ill. Ach, ist er gestorben? Liebe Frau, wir haben schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Ja, was wollt ihr denn? Die Güllner haben sich leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Trotz der abendländischen Prinzipien? Wir sind nur Menschen. Und müssen jetzt unsere Schulden bezahlen. Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Zachanassian, reden wir offen miteinander. Versetzen Sie sich in unsere traurige Lage. Wir harten aus, all die endlosen Jahre, weil es eine Hoffnung gibt, dass die alte Größe Güllens wieder auferstehe. Öl liegt unter der Niederung von Pückenried, Erz unter dem Konradsweiler Wald. Wir sind nicht arm, Madame, nur vergessen. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge und unsere Wirtschaft, unsere Kultur blüht. Güllen hat etwas zu bieten, die Platz an der Sonnehütte. Bockmann. Die Warnewerke. Kaufen Sie die, sanieren Sie die und Güllen floriert. 100 Millionen sind planvoll, wohlverzinst anzulegen. Nicht eine Milliarde zu verschleudern. Besitze noch 2 weitere. Nee, Frau, wir bitten um keine Almosen, Madame. Wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Geschäft wäre nicht schlecht. Ich wusste ja, gnädige Frau, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Nur nicht auszuführen. Ich kann den Platz einer Sonnehütte nicht kaufen, weil sie mir schon gehört. Ihnen? Und Bockmann? Die Wagnerwerke?
gehören mir ebenfalls. Die Niederung von Pückenried, der Konradsweiler Wald, das ganze Städtchen, Straße um Straße, Haus um Haus. Diesen Plunder aufkaufen durch meine Agenten, die Betriebe stilllegen. Eure Hoffnung war ein Wahn, euer Ausharren sinnlos. Eure Aufopferung Dummheit und euer ganzes Leben nutzlos vertan. Das ist ja ungeheuerlich. Es war Winter. Einst, als ich dieses Städtchen verließ. Im Matrosenanzug mit roten Zöpfen. Hochschwanger. Einwohner grinsten mir nach. Frieren saß ich im D-Zug nach Hamburg. Doch wie hinter den Eisblumen die Umrisse der Peterschen Scheune versanken, beschloss ich zurückzukommen. Einmal. Nun bin ich gekommen. Nun stelle ich die Bedingung. Diktier das Geschäft. Robby, Tobi, komm los. Ein goldener Posten. Gatte Nummer 9 ist angerückt mit seinen Büchern und Manuskripten. Tatsache, Nassian, Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Sie fordern absolute Gerechtigkeit. Wie eine Heldin der Antike kommen Sie mir vor, wie eine Medea. Doch weil wir Sie im Tiefsten begreifen, geben Sie uns den Mut, mehr von Ihnen zu fordern. Lassen Sie den unheilvollen Gedanken der Rache fallen. Treiben Sie uns nicht zum Äußersten. Helfen Sie armen, schwachen, aber rechtschaffenen Leuten ein würdiges Dasein führen. Bringen Sie sich durch zur reinen Menschlichkeit. Die Menschlichkeit, meine Herren, ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten. Will er mittanzen? Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt. Und ich zahle Güllen für einen Mord. Konjunktur für eine Leiche. Los, ihr beiden. Oh Gott, was sollen wir tun? Zigaretten. Die Grünen. Camille. Aufschreiben? Aufschreiben. Und ein Beil. Ein Schlachtbeil. Exakt. Bitte sehr, Herr Hofbauer. Schöne Ware. Wie geht's im Geschäft? Macht sich. Kann auch nicht klagen. Personal angeschafft. Stelle auch ein. Zum Ersten. Schreiben Sie das Beil auf, Frau Edel. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Helmesberger. Chesterfield, bitte. Aufschreiben. Aufschreiben. Wo ist Ihr Mann, Frau Edel? Wie lange nicht gesehen? Oben. Das schlechte Gewissen. Schlimm hat das mit der armen Frau Zachanassian getrieben. Ich habe auch darunter zu leiden, Herr Helmesberger. Grüß Gott, Herr Lehrer. Ein starkes alkoholisches Getränk. Habe neuen Steinheger. Sie zittern, ja, Herr Lehrer. Ihr Mann? Immer hin und her. Noch ein Gläschen. Ja, ein letztes. Die Schritte. Immer die Schritte. Ist eben ein Schuft. Hm.
Ich habe es schwer, Herr Hofbauer. Lillner, ich bin euer alter Lehrer. Ich habe still meinen Stein hier getrunken und zu alledem geschwiegen. Doch jetzt ist meine Pflicht, das Menschliche zu tun. Die Augen aller Menschenfreunde und Philosophen der Vorzeit sind auf mich gerichtet. Güllner, ich will mich ihrer würdig erweisen. Was soll das heißen, Herr Lehrer? Wie ein Erzengel will ich die Wahrheit in die Welt hinein schreien. Ich werde den Fall Ill der Weltpresse unterbreiten. Schulmeister! Mir ist ein Kind gestorben, weil ich keine Medizin kaufen konnte. Wir leben wie die Tiere. Keine Freude, kein Luxus. Nur Jammer und Langeweile. Schlechtes Essen und schlechter Schnaps. Und nun, wie es uns etwas besser geht, willst du uns wieder ins Elend zurückstoßen? Ich will aber nicht mehr ins Dunkel zurück, Lehrer. Hör gut zu! Ich gehe nun mit diesem Ball zu Alfred Ill. Ich erschlage ihn. Und wäre er so unschuldig wie Christus selbst. Du weißt genau, dass wir keinen anderen Ausweg mehr haben. Entweder krepiert einer, oder wir krepieren alle. Und dann magst du schreiben, was du willst. Was ist denn los in meinem Laden? Ja, was willst du denn mit dem Beil, Hofbauer? Ich wollte nur dieses Beil kaufen, Ill. Doch ich glaube, ich finde vielleicht in Kaffingen ein besseres. Ich verstehe. Dort gibt es auch eine größere Auswahl. Was du Claire angetan hast, tut wirklich nur ein Schuft. Alles neu. Modern, wie es jetzt bei uns aussieht. Sauber, appetitlich. So ein Laden war immer mein Traum. Wo sind die Kinder? Der Junge ist mit dem Wagen. Oh. Ja, wir wollten... Geh sie holen. Ich möchte euch heute Abend alle bei mir haben. Sie müssen entschuldigen, ich habe einige Steinhäger probiert, so zwei oder drei. In Ordnung. Ich bin betrunken. Doch bald bin ich nüchtern. Und dann werde ich vielleicht auch zu Ihnen Schuft sagen, wie der Helmesberger eben. Ach, Ill, was sind wir bloß für Menschen? Die schändliche Milliarde brennt in unseren Herzen. Ich fühle langsam, wie ich zum Mörder werde. Ja, mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Ill, reißen Sie sich zusammen. Kämpfen Sie um Ihr Leben. Wenden Sie sich an die Weltöffentlichkeit. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Ja, Sie müssen kämpfen, Ill. Sonst sind Sie verloren und auch wir. Ich sah ein, dass ich kein Recht mehr habe. Kein Recht? Gegenüber dieser verfluchten alten Dame? Gegenüber dieser unanständigen Parodie der Gerechtigkeit? Dieser Erzhure, die ihre Männer sah... vor unseren Augen wechselt, wie ganz schamlos, wie die unsere Seelen einsammelt. Ich bin schließlich schuld daran. Schuld? Ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Ein verschmierter, windiger Krämer. Was soll ich tun, Lehrer von Güllen? Den Unschuldigen spielen? Alles ist meine Tat. Die Eunuchen, der Butler, der Sarg, die Milliarde. Ich kann mir nicht mehr helfen und auch euch nicht mehr.
Ich bin nüchtern. Auf einmal. Sie haben recht. Vollkommen. Sie sind an allem schuld. Und nun will ich Ihnen etwas sagen, Alfred Ill. Etwas Grundsätzliches. Sie sind ein Schuft. Und nichts weiter. Und jetzt geben Sie mir noch eine Flasche Steinjäger. Aber bitte. Schreiben Sie sie auf. Guten Abend, Ill. Guten Abend. Lassen Sie sich nicht stören. Ich schaue nur schnell bei Ihnen herein. Aber bitte. Sie ist geladen. Ich brauche sie nicht. Heute Abend ist Gemeindeversammlung. Ich komme. Alle kommen. Wir behandeln Ihren Fall. Wir sind in einer gewissen Zwangslage. Finde ich auch. Man wird den Vorschlag ablehnen. Möglich. Man kann sich freilich irren. Freilich. In diesem Fall würden Sie den Urteilsspruch annehmen, Ill? Ich nehme ihn an. Schön. Dass Sie sich dem Gemeindegericht unterziehen, freut mich, Ill. Ein gewisses Ehrgefühl glimmt noch in Ihnen. Aber wäre es nicht besser, wenn wir dieses Gemeindegericht erst gar nicht versammeln müssten? Was wollen Sie damit sagen? Sie sagten vorhin, Sie hätten die Pistole nicht nötig. Vielleicht haben Sie sie nun trotzdem nötig. Es wäre doch nun eigentlich Ihre Pflicht, mit Ihrem Leben Schluss zu machen, als Ehrenmann die Konsequenzen zu ziehen, finden Sie nicht? Schon aus Gemeinschaftsgefühl, aus Liebe zur Vaterstadt. Sie kennen doch unsere bittere Not, das Elend, die hungernden Kinder. Oh, es geht euch jetzt ganz gut. Bürgermeister, ich bin durch eine Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet, spürte bei jedem Anwachsen des Wohlstandes den Tod näher kriechen. Hättet ihr mir diese Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten, wäre alles anders gekommen. Könnten wir anders reden, würde ich die Pistole nehmen, euch zuliebe. Aber nun schloss ich mich ein, besiegte meine Furcht, allein. Es war schwer, aber nun ist es getan. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Ihr müsst nun meine Richter sein. Ich unterwerfe mich eurem Urteil, wie es auch ausfallen möge. Für mich ist es die Gerechtigkeit. Was es für euch ist, weiß ich nicht. Gott gebe, dass ihr vor eurem Urteil besteht. Ihr könnt mich töten. Ich klage nicht, protestiere nicht, wehre mich nicht. Aber euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen. Schade. Sie verpassen die Chance, sich reinzuwaschen, ein halbwegs anständiger Mensch zu werden.
Aber das kann man ja von Ihnen nicht verlangen. Feuer, Herr Bürgermeister. Oh, vornehm siehst du aus, Mathilde. Persianer. Wie eine Dame. Ja, etwas teuer. Ein schönes Kleid, Ottilie. Aber etwas gewagt, findest du nicht? Aber geh, Vater, da müsstest du erstmal mein Abendkleid sehen. Oh. Kommt, steigt ein. Oh, ein schöner Wagen. Mein ganzes Leben lang mühte ich mich ab, es zu einem kleinen Vermögen zu bringen. Zu etwas Bequemlichkeit. Zu einem solchen Auto zum Beispiel. Nun, wo es soweit ist, möchte man doch wissen, wie man sich dabei fühlt. Fahrt mich in den Konradsweiler Wald. Natürlich, Fredi. Komm, steig ein. Borkenkäfer. Der Baum stirbt ab. Oh, Alfred. Schön, dass ich dich treffe. Suche gerade meinen Wald. Gehört denn der Konradsweiler Wald auch dir? Auch? Setz dich doch. Gern. Ich habe eben von meiner Familie Abschied genommen. Ottilie nimmt einen Kurs für Literatur. Dazu Englisch und Französisch. Siehst du, der Sinn für Ideale ist Ihnen doch noch gekommen. Darf ich dir meinen neunten Gatten vorstellen? Nobelpreisträger. Sehr erfreut. Na komm, Zobi, verneig dich. Er ist besonders reizend, wenn er nicht denkt. Denkt man nicht. Aber Schatzchen. Na komm, zier dich doch nicht. Also bitte. Siehst du? Jetzt schaut er doch aus wie ein Diplomat. Er will sich zurückziehen. Seine Memoiren verfassen und mein Vermögen verwalten. Gratuliere. Oh, hab ein ungutes Gefühl. Mann hält man sich doch zu Ausstellungszwecken und nicht als Nutzobjekt. Na geh forschen, Zobby. Die historische Ruine, die findest du dort rechts. Die beiden Eunuchen. Begannen zu schwatzen. Ließ sie nach Hongkong bringen, in eine meiner Opiumhöhlen. Dort können sie rauchen und träumen. Bald werde ihnen der Butler folgen, den werde ich auch nicht mehr nötig haben. Eine Zigarette, Robby, komm. Machst du auch eine Zigarette, Alfred? Ja, sehr gern. Na komm, dann nimm dir auch eine. Komm her und gib uns Feuer. Bitte. Oh, die riecht aber gut. In diesem Wald haben wir oft geraucht. Weißt du das noch? Zigaretten, die du bei Mathildchen gekauft oder gestohlen hattest. Hör den Specht. Und der Kuckuck. Soll dir Robby vorspielen auf seiner Gitarre? Ja, bitte. Er spielt gut. Brauche ihn für meine besinnlichen Minuten. Radios und Grammophon, das hasse ich. Im afrikanischen Felsental marschiert ein Bataillon. Dein Lieblingslied. Hab ihm das beigebracht. Komm, spiel. Ich meine, wir hatten ein Kind. Gewiss. War es ein Bub oder ein Mädchen? Mädchen. Was
Was für einen Namen hast du ihm gegeben? Geneviève. Oh, ein schöner Name. Ich saß nur einmal bei der Geburt. Dann wurde es genommen von der Fürsorge. Die Augen? Die waren noch nicht offen. Die Haare? Schwarz, glaube ich. Sind sie wohl oft bei Neugeborenen. Ja, das ist wohl so. Und bei wem ist es gestorben? Bei Leuten. Namen habe ich vergessen. Und woran? Hirnhautentzündung, glaube ich. Ich bekam eine Karte von der Behörde. Bei Todesfall kann man sich auf die verlassen. Ich erzählte dir von unserem Mädchen. Nun erzähl du von mir. Von dir? Wie ich jung war. Als du mich liebtest. Musst du dich einmal lange suchen in der Peterschen Scheune? Fand dich in der Droschke in einem bloßen Hemd mit einem langen Strohhalm zwischen den Lippen. Du warst stark und mutig. Hast gegen den Eisenbahner gekämpft, der mir nachstrich. Ich musste dir das Blut aus dem Gesicht wischen mit meinem kleinen Unterrock. Hm. Ballade ist zu Ende. Noch, oh Heimat, süß und hold. Kann Robbie auch. Ich danke dir für die Kränze, für die Chrysanthemen und Rosen. Machen sich schön auf dem Sarg im Goldenen Apostel. Vornehm. Zwei Zimmer sind schon voll davon. Nun ist es soweit. Wir sitzen zum letzten Mal in unserem alten Wald, voll von Kuckuck und Windesrauschen. Heute Abend versammelt sich die Gemeinde. Man wird mich zum Tode verurteilen und einer wird mich töten. Ich weiß nicht, wer es sein wird und wo es geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich ein sinnloses Leben beende. Ich werde dich in deinem Sarg nach Capri bringen. Ließ ein Mausoleum errichten im Park meines Palazzos. Von Zypressen umgeben mit Blick aufs Mittelmeer. Kenne ich nur von Abbildungen. Tiefblau, grandioses Panorama. Dort wirst du bleiben. Ein Toter bei einem Götzenbild aus Stein. Deine Liebe ist gestorben vor vielen Jahren. Meine Liebe konnte nicht sterben. Sie ist was Böses geworden wie ich selber. Bald wird nichts mehr sein als ein toter Geliebter in meiner Erinnerung. Mildes Gespenst in einem zerstörten Gehäuse. Nun ist auch, oh Heimat, süß und hold, zu Ende. Da kommt der Nobelpreisträger von seiner Ruine. Nun, Zobby? Ja, frühchristlich, von den Hunnen zerstört. Schade. Ja, sehr schade. Dein Arm? Adieu, Alfred. Adieu, Clara. Ich heiße die Gemeinde von Güllen willkommen. Ja,
Ich eröffne die Versammlung. Ich gebe dem Lehrer das Wort. Güllner, wir müssen uns darüber klar sein, dass Frau Claire Zachanassian mit ihrer Schenkung von einer Milliarde etwas Bestimmtes will. Was ist dieses Bestimmte? Will sie uns mit Geld beglücken, mit Gold überhäufen? Ihr wisst, dass dies nicht so ist. Frau Claire Zachanassian plant Wichtigeres. Sie will für ihre Milliarde Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Sie will, dass sich unser Gemeinwesen in ein Gerechtes verwandle. Diese Forderung lässt uns stutzen. Waren wir denn nicht ein gerechtes Gemeinwesen? Nie! Wir duldeten ein Verbrechen! Ein Fehlurteil! Nein, nein! Ein Schuft! Ein Schuft! Gemeinde von Güllen, dies ist der bittere Tatbestand. Wir duldeten die Ungerechtigkeit. Ich erkenne durchaus, dass die materielle Notwendigkeit einer Milliarde. Ich übersehe keineswegs, dass die Armut die Ursache von so viel bitterem Schlimmen ist. Und dennoch, es geht hier nicht um Geld. Es geht darum, ob wir Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Die Freiheit steht auf dem Spiel, wenn die Nächstenliebe verletzt, ein Gericht getäuscht, eine junge Mutter ins Elend gestoßen wird. Mit unseren Idealen müssen wir nun eben in Gottes Namen ernst machen. Blutigen Ernst. Reichtum hat nur dann Sinn, wenn aus ihm Reichtum an Gnade entsteht. Und begnadet wird nur, wer nach Gnade hungert. Habt ihr diesen Hunger, Güllner? Diesen Hunger des Geistes und nicht nur den anderen Profanen, den Hunger des Leibes? Das ist die Frage, wie ich als Rektor des Gymnasiums ausrufen möchte. Nur wenn ihr das Böse nicht aushaltet, nur wenn ihr unter keinen Umständen in einer Welt der Ungerechtigkeit mehr leben könnt, dürft ihr die Milliarde der Frau Zachanassian annehmen und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Stiftung verbunden ist. Dies, Güllner, bitte ich zu bedenken. Alfred Ill, Ihretwegen wurde uns diese Stiftung angeboten, Alfred Ill. Sind Sie sich dessen bewusst? Ja. Werden Sie unseren Entscheid über die Annahme oder Ablehnung der Claire Zachanassian Stiftung respektieren? Ich respektiere ihn. Hat noch jemand eine Frage an Alfred Ill zu stellen? Hat noch jemand eine Bemerkung zur Stiftung der Frau Zachanassian zu machen? Herr Pfarrer? Herr Stadtarzt, die Polizei, die politische Opposition, ich schreite zur Abstimmung. Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand. Die Stiftung der Claire Zachanassian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht weiterleben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Denn wir können nicht weiterleben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Dass wir ausrotten müssen. Dass wir ausrotten müssen. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Und unsere heiligsten Güter. Und unsere heiligsten Güter. Mein Gott! Herr Pfarrer, darf ich bitten?
Nun, Nedel, Ihre schwere Stunde ist gekommen. Eine Zigarette. Eine Zigarette, Herr Bürgermeister. Selbstverständlich, eine besonders gute. Wie schon der Prophet Amos sagt. Bitte nicht. Sie fürchten sich nicht. Nicht mehr sehr. Ich werde für Sie beten. Beten Sie für Gülüm. Gott sei uns gnädig. Alfred Ill, erheben Sie sich. Steh auf, du Schwein! Wachtmeister, beherrschen Sie sich. Verzeihung, es ging mit mir durch. Kommen Sie, Alfred Ill. Gehen Sie. Na los, geh! Herzschlag. Bringt ihn her. Nach Capri. Bürgermeister, Ihr Scheck. Thank you.
Ungeheuer ist viel. Doch nichts ist ungeheurer als die Armut. Sie nämlich kennt kein Abenteuer. Trostlos umfängt sie das Menschengeschlecht. Reit öde Tage an öden Tag. Wohl uns, denen ein freundlich Geschick dies alles wandte. Es ziehet die Wohltäterin, die reich uns beschenkte, mit ihrem edlen Gefolge davon. Es bewahre uns aber ein Gott in den Stampfen der goldenen Zeit. Den Wohlstand! Bewahre den Frieden. Bewahre die Freiheit. Damit wir das Glückliche glücklich genießen.